Trotz Sturm und Regen fahren wir in dieser Episode an den unglaublichen Giant's Causeway und besichtigen anschließend Bushmills, die älteste legale Brennerei in der Welt. Wir verlassen das Port Rush Townhouse Prison House und fahren Richtung Giant's Causeway. Das Wetter ist eine Katastrophe. Es regnet und es gibt Sturmböen. Mit der Drohne wird wohl eher eisig sein. Aber wir sind gute Dinge. Giant's Causeway. Was für ein geiler Platz. Allerdings war er wirklich gut für uns, denn es hat aufgerissen in dem Moment, wo wir gekommen sind und zugemacht in dem Moment, wo wir gegangen sind. Mittlerweile regnet es und der Wind geht und keine Chance, noch irgendwas aufzunehmen. Wir fahren jetzt zu Bushmills, der ältesten Destillerie in der Welt. Im Jahre 1608 gewährte König James I. dem damaligen Besitzer und Gouverneur Thomas Phillips eine 7-jährige Lizenz zum Destillieren von Whisky und machte damit Bushmills zur ältesten legalen Destillerie der Welt. Bushmills hatte nicht immer geöffnet, musste mehrfach schließen und brannte 1880 sogar bis auf die Grundmauern ab. Trotz der bereits erwähnten Malzsteuer durch das englische Empire blieb Bushmills immer seiner Linie treu, bezahlte einfach die höheren Kosten und verwendet bis zum heutigen Tag kein ungemälztes Getreide. Es wird dreifach destilliert, kühlgefiltert und es gibt im Wesentlichen drei verschiedene Produkte.
Bushmills Original Blended 55% Single Malt, 45% Grain Whisky produziert in Middleton. Black Bush 80% Single Malt, 20% Grain Whisky. Und Black Bush Single Malt 10, 16 oder 21-jährig. Die Brennerei überstand die meisten Stürme bravourös und von den Anfang des 20. Jahrhunderts noch 37 Brennereien blieb Bushmills als eine der letzten vier übrig. 1972 wurde Bushmills dann von der Irish Distillers Group übernommen, um dann 1988 mit allen anderen vom französischen Großkonzern Pernod Ricard geschluckt zu werden, der sie dann aber 2005 an Diageo weitervertickte. Umso überraschender kam die Nachricht, als Diageo 2014 Bushmills an den mexikanischen Giganten José Cuervo verkaufte. Dieser investiert, so munkelt man, über 60 Millionen Dollar in neue Gebäude, eine weitere Mesh-Tun, 8 Washbacks und 10 Pot-Stills. Das Ganze wird mit 29 weiteren Lagerhäusern garniert. Cheers! Nach der wirklich super interessanten Führung durch die altehrwürdige Old Bushmills Brennerei mit anschließender Verkostung begaben wir uns auf die längste Etappe unserer Reise, die 335 Kilometer nach Galway, immer entlang der Westküste von Irland, die unser Navi mit fast 5 Stunden anberaumte. Endlich lief alles wie geplant und wir genossen die Fahrt durch Irland, das landschaftlich und wettertechnisch alles aufbot, um uns zu beeindrucken. Fahrt vom Norden bis fast in den Süden sind wir hier in Galway angekommen. Aber Mr. Smith ist gefahren like a boss. Wir bleiben jetzt 2 Tage in diesem wunderschönen Apartment hier, weswegen wir jetzt auch mal die Kommandozentrale aufgebaut haben, um alle Daten zu überspielen, Backups zu machen, die Batterien aufzuladen. Ich zeig's euch, Moment. Der nächste Boxenstopp ist, dass wir uns irgendwas zu essen organisieren und dann kommen wir hier wieder alle zusammen und trinken noch ein Bierchen und dann gibt es mal eine frühe Nacht. Wir sehen uns in der Früh. Bis dann. Gleich 3 Destillerien schauen wir uns in der nächsten Folge an. Kilbeggan, Tullamore und Dingle.
und stoßen auf den wesentlichsten Unterschied zwischen unabhängigen Brennereien und Großkonzernen. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.